Servus Leute, was geht? Hier ist Beatvertrag und ich sag's euch, Mann. Du musst mehr Gang-Territorien in Los Santos übernehmen. Es ist ein Satz und der tut so weh. Ich sag's euch, Mann. Jeder, der GTA San Andreas schon durch hat oder jemals durchgespielt hat, wird sich an den Satz erinnern, der einem wie eine Unendlichkeit vorkommt. Zumindest mir ging's so. Und vor allem, das muss ich jetzt mal dazu sagen, ich weiß nicht, ob ich es jemals erwähnt habe, die Gegner oder die KI in der Definitive Edition, die hat halt ein Aimbot. Alles andere halte ich für gelogen. Es ist wirklich so, das ist auch die allgemeine Meinung, der allgemeine Eindruck, dass die Gegner, egal ob die Polizei oder die Gangmitglieder, die schießen viel zu eiskalt. Ich kann euch nicht sagen, wie oft ich schon gestorben bin, nur weil die Gegner mich mit Blei vollpumpen. Es ist nicht lustig. Es ist so schwer, die Gang-Territorien da zu übernehmen bei den Missionen, vor allem wenn der einfach so rumläuft. Und ich sag's euch, ich hatte wirklich keinen Bock mehr drauf, weil es wirklich so schwer war. Und es sind auch so viele Territorien zu übernehmen, was ich auch gemerkt habe, als ich mittendrin war. Es ist leider so wie bei GTA Vice City, um das Spiel endgültig abzuschließen, musste nochmal richtig grinden. In Vice City waren es die Unternehmen, die der werben muss und dann die Nebenmissionen abschließen. Jetzt in GTA San Andreas war es eben so, du musst die ganzen Territorien, nicht alle, aber ziemlich viele Territorien eben übernehmen. Was auch wieder ziemlich grindig ist, was man ein, zwei, dreimal machen kann, da ist es in Ordnung und passt natürlich, passt zur Story. So wie bei Vice City, passt zur Story, aber es ist richtig grindig und, um nicht zu sagen, nervig, und frustrierend, vor allem weil die Gegner eben so richtig hardcore drauf sind. Und damit gebe ich zu, ich hatte keinen Bock mehr. Was habe ich gemacht? Ich habe gecheatet. Ja, ich habe mir einen Panzer hergecheatet und habe das Ganze dann halt runtergegrindet. Einfach immer den Gangkrieg hier losgetreten, in den Panzer gestiegen und dann in kürzester Zeit den Wahnsinn beendet. Ist das ehrenwert? Nein, ich gebe es ja zu. Aber es war die einzige Methode, wo ich nicht wütend wurde, weil ich habe es wieder mal probiert. Es ist nicht so, dass ich sofort sage, ja komm, kein Bock auf den legitimen Weg, sondern ich habe es probiert und habe aufgegeben. Ich kann nichts dafür. Ich bin ehrlicher Baron, aber ein Cheater. Einfach mit einem Panzer und das ist wirklich meine Empfehlung. Wer keinen Bock drauf hat, so wie ich, cheatet euch einen Panzer her. Ja, ja, die Ehre geht dabei verloren, aber komm, was müsst ihr machen? Nein, man macht's auf einem legitimen Weg, aber ich wollte es unbedingt hinter mich bringen, um den finalen Abschnitt des Spiels doch noch freizuschalten und den Wahnsinn zu beenden. Du musst mehr Gang-Territorien in Los Santos übernehmen, was einem wie die Unendlichkeit vorkommt, weil es einfach so viele sind. Ich hätte gedacht, okay, jetzt, ich bin immer wieder nach jeder neu gewonnenen Umgebung, bin ich ausgestiegen aus dem Panzer, in der Hoffnung, dass endlich ein Anruf kommt, dass es soweit ist, aber es kam einfach nicht. Und als es dann endlich soweit war, dass ich ausgestiegen bin aus dem Panzer und es kam endlich der Anruf von Sweet, ich habe mich einigermaßen gefreut, kann ich ja mal gesagt haben. Das ist erstens meine Tirade und mein Tipp. Ich hatte keinen Bock mehr. Ich habe es mit dem Panzer gemacht. Es gibt bestimmt Leute, die besser drauf sind, aber die Gegner und die, naja, etwas ältere Steuerung macht's nicht allzu einfach, dass die halt dann, dass die Gangs, die tauchen ja urplötzlich dann von irgendwelchen Seiten auf. Da gab's schon einige böse Überraschungen, wo ich gedacht habe, okay, jetzt noch die letzte Welle überleben. Plötzlich waren sie da, haben mich in Rekordzeit über den Haufen gemäht und ich war einigermaßen ungehalten. Deswegen, wer es durchhält, ohne zu betrügen, Ehre geht raus, Mann. Ich hab's nicht geschafft. Aber dafür war ich ein bisschen glücklicher dabei. Haut da auf den Tisch und haut da rein.